wenn ich als Politiker eine Besorgnis äußere, das glaube ich, wird jeder verstehen, ja, weil das ist ja ein Besorgnis, auch wenn Sie das jetzt anders sehen, ich würde sagen, es ist ein besorgniserregendes Faktum, aber nicht Angst einjagen. Mhm. Und wir reden ja vom Tourismus. Jetzt kommen aber alle diese Menschen mit diesem Angstfaktor in den Urlaub. Was heißt denn das für die? Die sind von Sorgen getragen. Wir haben noch nicht über einen Aspekt gesprochen, der auch mitschwingt. Das ist die existenzielle Angst für viele. Das ist die größte Rezession seit den 1920er Jahren. Das heißt, da gibt es viele, die jetzt schon arbeitslos sind, die in Arbeitslosigkeit geraten, die Betriebe werden, also Hotelbetriebe. Ja. Viele von den 30%, die angeben, sie wären heuer nicht in den Urlaub fahren, die können haben vielleicht auch gar nicht, finanzielle, weil sie das Geld haben finanzielle und so weiter. Das heißt, jetzt bin ich aber ein Glücksversprecher als Urlaubsanbieter. Ja? Was habe ich denn plötzlich dafür für eine, welche Dienstleistung biete ich denn an? Ja? Das ist ein spannendes Thema. Ja. Aber das genau ist deswegen aber können wir das nicht immer wiederholen mit einer anderen Impfung. Oder deswegen, das ist eigentlich völlig falsch, was Sie da eben sagten. Denn wir können das nicht wiederholen für Adenoviren, für Rhinoviren, für Grippeviren. Nicht? Wenn wir das jedes Mal wiederholen, würden wir noch mal und noch mal und noch mal die Wirtschaft kaputt machen, die Menschen kaputt machen. Es ist überzogen mit Covid-19, mit anderen auch. Das müssen wir einfach sehen. Und wir müssen uns fragen, wer profitiert denn wirklich davon? Haben Sie eine Antwort? Ja, wir sind dabei. Wir haben einen außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss ins Leben gerufen, auch mit dem österreichischen Kollegen, der hier ja auch schon da war, mit dem Professor Martin Hadic, ja, ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Mikrobiologie, Virologie, ja, Infektiologie. Und dieser außerparlamentarische Corona-Untersuchungsausschuss, den mussten wir deswegen machen, weil ja die Parlamente in Deutschland genauso wie in Österreich, die machen ihre Aufgabe nicht, die untersuchen das nicht. Sie haben richtig gesagt, wir haben jetzt hier die größte Wirtschaftskrise eigentlich wissentlich und unter welchem Vorwand? Wir haben nicht was anderes und das müssen wir untersuchen und da sind wir gerade dabei. Wir haben einen Auftakt gemacht, wir haben es in 8 Sprachen übersetzt. akku2020.org und hören jetzt Experten, wie zum Beispiel auch den Professor Franz Rupert, der genau gerade bei Kindern auch sagt, diese Maske, die getragen wird, das traumatisiert die Kinder. Aber bleiben wir bei dem, was Herr Reiter gesagt hat, und das spielt ja dann eh dort rein, nämlich was ist sinnvoll? Sie haben ja auch vorher schon von der Eigenverantwortung gesprochen. Ist es sinnvoll, den Leuten irgendwie klarzumachen, was ihre Risiken sind? Es handelt sich um ein Gesundheitsrisiko unter mehreren, ist ja auch schon angesprochen. Oder ist es sinnvoll, mit Verboten und sogar mit Strafen zu agieren? Also prinzipiell ist es besser, Menschen zu motivieren und ohne Strafen und Verbote auszukommen. Das ist prinzipiell der erfolgreichere Weg. Und das, da gibt es auch Untersuchungen dazu, dass das selbst bei Quarantänemaßnahmen so ist. Wenn die Leute freiwillig in die Quarantäne gehen, ist das nicht so schädlich, wie wenn sie gezwungen werden, in Quarantäne zu gehen. Also das heißt, prinzipiell ist zu sagen, aus psychiatrischer Sicht, dass die Freiwilligkeit... Aber wir machen das jetzt anders in Österreich. Wir reden darüber, dass wenn man in den öffentlichen Verkehrsmitteln gegen die Maskenpflicht verstößt, dass man mit Strafen rechnen muss. Ist eine bestimmte politische Seite, die das so möchte. Das ist nicht mein Verständnis von Demokratie, dass ich das dafür bestraft werde. Das halte ich nicht für richtig. Nein. Naja. Angst gelernt, wir haben doch auch Achtsamkeit gelernt. Wir haben doch auch Verantwortung gelernt. Und wenn Sie sagen, die Masken traumatisieren die Kinder, auch die Kinder haben Achtsamkeit. Sie haben Rücksichtnahme gelernt. Ich würde das nicht immer alles über die Angst definiert oder über die Verbote oder über diese politische Gewalt. Wir sind doch alle verantwortungsvolle Menschen. Und wenn diese Pandemie existiert und sie existiert nun mal, dann kann man doch einfach auch sagen, jeder übernimmt jetzt ein Stück Eigenverantwortung und erzieht seine Kinder oder seine Familie dazu. Natürlich sind wahnsinnig viele Dinge aufgebauscht worden, da bin ich ganz bei Ihnen, aber wir haben doch auch alle was daraus gelernt. Und um auf das Thema Urlaub wieder zurückzukommen, wir müssen doch uns jetzt nicht in Flugzeuge setzen oder auf Kreuzfahrtschiffe gehen, wenn doch das noch nicht geklärt ist. Wir können doch damit erstmal zufrieden sein, was wir haben, nämlich hier unsere wundervolle Umgebung in Österreich. Und die können wir ruhig auch mit Maske genießen, meinen Sie? Nein, die muss man ja, wenn man in die Berge geht, braucht man keine Maske. Ich habe mit meinem Mann im April 17 Tageswanderungen gemacht. Im April war das Wetter so toll. Wir haben uns nicht eingesperrt gefühlt. Wir sind
auf sämtliche Berge der Umgebung gegangen, die schon schneefrei waren. Allerdings und auf der Grundlage einer gewissen Luxussituation, muss man dass wohl wir freie Zeit hatten. Mein Mann hatte ja vorher das Schlosshotel Fuschel als Generalmanager. Natürlich war es geschlossen und ich hatte zum ersten Mal meinen Mann mal zu Hause. Ja, dazu kam dieses tolle Frühlingswetter. Ich will nur sagen, wir beklagen uns so wahnsinnig und auch in dieser Sendung wird wieder nur Angst geschürt oder über Tests geredet und über Prozentzahlen von und so weiter. Aber ich versuche auch das Positive ein bisschen hier in die Sendung zu bringen. Ich habe wundervolle Wanderungen gemacht und Radtouren. Ich habe mich jetzt wieder auf den Donauradweg ganz alleine begeben und bin 7 Tage in diesem Gefühl der Freiheit und der, ich musste eben keine Auftritte gerade absolvieren. Ich war jetzt nicht zu Lesungen unterwegs, wie im Terminkalender vorgesehen. Ich habe auch eine Freiheit empfunden und ja, wenn man eine Maske aufsetzt im Bus oder in der Straßenbahn oder sonst wo, da fühle ich mich auch nicht besonders eingeschränkt, sondern ich lerne, Rücksicht zu nehmen. Sie wollten ja, aber eine Freiheit endet schon da, wenn Existenzängste beginnen. Absolut, natürlich, absolut. Aber das hatten wir jetzt gerade nicht zum Thema. Existenzängste sind was anderes. Oder auch die Mütter, die Homeoffice machen mussten und gleichzeitig ihre Kinder betreuen. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, natürlich, die ich kritisiere. Der Begriff der Achtsamkeit, den Sie reinbringen, den finde ich sehr gut. Ja. Nur diese Achtsamkeit, die wir durchaus durch Masken, bin ich bei Ihnen, ja, die man auch lernt durch sowas. Ja. Und ich finde, ich bin ja viel in Asien und in den asiatischen Kulturen ist es ja Teil dieser Achtsamkeit, ja, dass man auch den anderen nicht mit seinem Schnupfen jetzt ansteckt. Ja, das ist ja ganz klar. Aber ich würde mir erwarten, um das Ganze nochmal auf die Ebene der Politik zu bringen, dass auch die Politik achtsam der Bevölkerung gegenüber ist. Und wenn ich Angst schüre, bin ich nicht achtsam. Absolut. Ja. Aber wenn ich aufmerksam auf eine Gefahr und auch Regeln aufstelle, die ja auch in Österreich ganz wunderbar eingehalten worden sind. Ich komme gerade aus Deutschland, da sind die ja noch absolut weit hinterher. Die Leute, ja, aber die Leute halten sich bei uns häufig an Regeln, weil sie einen autoritären Charakter gewohnt sind. Mhm. Ja. Und das wird von oben genauso, ja, es wird bald jeder jemanden kennen, der und so weiter. Und darum muss man strafen. Ja. Und darum straft man, also nehme ich Beispiel, ja, in Tirol war jetzt vor 2 Wochen, glaube ich, in Innsbruck, in der Silschlucht war diese Megaparty von 1000 Jugendlichen. Ja, ja, okay, ich kann die bestrafen, ja, das war die erste Regelung, ja, und so weiter. Ich kann mir auch überlegen, wie schaffe ich diesen Psychoventil, ja, in diesem Alter muss man seinen Emotionen, die kann man nicht kanalisieren, die muss man loswerden, ja. Wie schaffen wir es, Räume, ja, weil diese Partys bahnen sich ihren Weg. Die gibt es in Berlin, die gibt es in Corona-Partys, die gibt es in Wien an der Donaukanal und die gibt es in Innsbruck in der Silschlucht. Ja. Ich kann die nicht mit Strafen, kann ich das nicht regulieren. Ich muss mir überlegen, und das würde ich mir von einer vorausachtsamen Politik erwarten, dass ich Räume schaffe, kontrolliert, ja, auch mit allen Abstandsregeln, soweit es geht, ja, mit Sicherheitsregeln, aber ich kann diese Gefühle, dieses emotional Setting kann ich nicht unterbinden. Das wird aber nicht gelingen, weil Jugendliche lassen sich nicht einsperren. Das wird ihnen nicht gelingen. Und das wird auch, das kann nicht gelingen. Das sind Dinge, die kann keine Regierung der Welt schaffen. Es geht um Aufklärung. Die Jugendlichen, also ich erlebe ganz viele Jugendliche, die total vernünftig sind, die genau Bescheid wissen, die das alle nützen und ihr Leben sehr klar gestalten. Und ich habe auch wenige Kinder kennengelernt, die jetzt traumatisiert sind von den Masken, weil die Kinder, wenn die Eltern das mit Vernunft gemacht haben, davon nicht traumatisiert waren, sondern die haben das gesehen, ah, die Mama macht das, ich mache das auch. Und es war kein großes Problem. Also das ist meine Erfahrung mit den Kindern. Und Was ich mir wünschen würde, ja auch vom Tourismus. Wir reden seit Jahren darüber, dass zum Beispiel der Stadttourismus in Salzburg eigentlich zum Kotzen ist, weil nur so viele Leute, alles wird durchgeschoben. Mein Mann saß keiner ist da. Thema vor einem Jahr in dieser Sendung. Und das, was mich interessieren würde, ist, gibt es von der Seite des Tourismus Konzepte, wie kann der Städtetourismus in den nächsten 5 Jahren gestaltet werden? Wie kann man diese Massen verhindern? Wie kann man einen achtsamen Tourismus gestalten? Und das finde ich, das wäre die Chance, die uns diese momentane Krise eigentlich anbietet. Ganz wurscht, ob sie gerechtfertigt ist jetzt oder nicht. Muss man wahrscheinlich sagen, das ist eine Frage an Sie, aber ich würde nur noch was mitschicken. Das hatte dann natürlich einen leicht zynischen Anstrich zu sagen, jetzt haben wir endlich den Overtourism irgendwie vorbei, weil es darf eh keiner mehr. Nicht? Jetzt würden sich natürlich viele dieser tausenden Chinesen wünschen. Das ist ja gar keine Frage. Geht es nochmal nach Hallstatt und so weiter. Aber ich glaube, man kann sehr viel lernen. Ja, und die Frage ist, was lernen denn wir daraus? Genau. Wir hatten vorher den Overtourism, Salzburg, Wien partiell auch. Ja. Und jetzt haben wir eine Situation, wo wir sagen, welchen Tourismus wollen wir?
Kann ich aus Ischgl ein Yoga-Zentrum machen, ja oder nein? Ich behaupte nein. Ja. Das wird weiterhin ein Hotspot sein. Ja. Ist auch okay, wenn relativ begrenzt in den Alpen wir 5 solche Orte haben. Ja, mehr vertragen wir nicht. Ja. Aber was machen wir mit anderen Tourismusformen? Lernen wir jetzt daraus was? Und ich glaube, das wäre die große Chance, bringen alle von Nachhaltigkeit. Wie macht man denn den Tourismus resilient für die Zukunft? Genau. Ja, ja. Aber die Frage ist, wird man Schaden klug oder wird man Schaden nicht eigentlich immer nur kaputt? Also schauen Sie mal, ganz ein typisches Beispiel ist, wir hatten, glaube ich, vor einem Jahr diese ganz starke Welle an Fridays for Future. Ja? Also eine Ökowelle, wo fast jeder mitgeschwommen ist, ja. Und was passiert jetzt durch die Pandemie? Jeder fährt mit seinem Privat-PKW irgendwo hin, weil es sicher ist. Kein Mensch fährt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Man steigt in Wien aufs Rad um. Aber es wird nicht mehr geflogen. Weil es nicht geht auch. Weil es nicht geht. Ja? Aber schauen Sie, haben Sie den ersten Flieger gesehen, der nach Mallorca ging? Ja? Mit den 8000 Probedeutschen, die es da runtergeflogen haben? Das ging ja. Aber ich glaube, also ich wäre da sehr, sehr skeptisch, dass man sagt, es wird sofort ein Switch hin zu einem nachhaltigen Tourismus. Ja? Das ist der Wunsch. Ja? Er möge da und dort gelingen. Ja? Aber ich glaube, sobald das umswitcht, haben wir das im Wesentlichen wie vorher aus meiner Sicht. Ja? Darf ich mir ganz kurz, ich glaube nicht, dass wir jetzt da irgendwo in irgendeiner Art und Weise in die Nähe von einem Switch kommen. Es geht einfach wieder darum, irgendwo auf die Beine zu kommen. Und dann, weil diese Konzepte für nachhaltigen Tourismus, Konzepte für Overtourism, das gibt es ja nicht erst seit Corona, sondern diese Probleme oder die Problematik ist uns ja schon lange bewusst und man versucht ja irgendwo Lösungen zu finden. Na, jetzt ist schon das Thema und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Jetzt müssen wir wieder auf die Beine kommen. Jetzt müssen wir wieder schauen, dass dieses Tourismusrad wieder an die Zahlen herankommt. Und ich glaube, da werden da an die 2 bis 3 Jahre mindestens vergehen, um überhaupt an diese Zahlen, die wir hatten, um an das anknüpfen zu können. Konkret, nicht? Gerade für die Zukunft des Tourismus. In Österreich ist es doch auch so, dass der Familientourismus ein ganz wichtiges Standbein ist. Nicht? Und die Kinder, wenn die Kinder nicht glücklich sind, dann sind die Eltern das auch nicht. Und Herr Thun-Hohenstein, ich habe auf Ihrer Website eine Publikation gesehen, die mich erschüttert hat. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Sie haben auf Ihrer Website salk.at eine Kinderfibel, nicht, mit Häschen dazu, mit denen Sie die Corona-Krise erklären wollen. Mhm. Und genau dort steht genau dieses falsche Narrativ drin, das den ganzen Tourismus verhindert und das auch die Kinder wirklich schädigt. Da steht im Original drin, ja, im Häschenland hinter den großen Bergen ist eine große Krankheitswelle ausgebrochen. Und der Grund sind die Coronaviren. Das steht da drin. Und das ist genau das falsche Narrativ. Und ich verstehe nicht, dass Sie schreiben, dass Sie das auch gerne teilen. Denn wir haben keine große Krankheitswelle, nicht durch Coronaviren und nicht durch andere. Aber warum verbreiten Sie so etwas? Naja, weil einfach die Tatsachen sind, Aufklärung, dass wir jede Menge Erkrankte haben, jede Menge Verstorbene haben. Es ist klar, dass unser Spital war ziemlich voll mit Corona-Erkrankten und es gab auch einige Corona-Tote. Also es ist ja nicht so, dass das nicht gibt. Ja? Und daher war klar, dass das ja am Anfang, das ist ja immer vor Ostern gewesen, diese Häschengeschichte, zu diesem Zeitpunkt war das Thema, wie erklären wir Kindern kindgerecht die Situation, die jetzt international sich darbietet. Und da hat eine Mutter ihrem Kind dieses Buch gemacht und hat uns das zur Verfügung gestellt, dass wir das für die kleinen Kinder verwenden können, damit wir ihnen erklärt, was diese ganze Corona-Diskussion bei den Erwachsenen zu tun hat. Und das funktioniert wunderbar, die Kinder können das sehr gut verstehen. Und es ist ein Märchen. Wir alle Märchen. Traumatisieren Sie denn nicht? Nein. Da steht doch auch noch drin, Papa, müssen wir jetzt alle sterben, steht da drin. Also ein Märchen, hat nicht traumatisiert. Da muss ich Ihnen schon Sie bitten, dann Märchen zu lesen. Märchen sind eine der wesentlichsten Quellen der Entwicklung für Kinder. Und in denen wird gemordet, da wird alles Mögliche gemacht. Sie enden aber meistens gut. Und auch in diesem Fall, dieses Märchenbuch endet auch gut, weil das Coronavirus am Ende weg ist und sie alle wieder zusammen dürfen. Das heißt, es ist ganz klar, dass irgendwann einmal eine Zeit gibt, wo die Erkrankung vorbei ist und alles wieder gut ist. Ja. Und das ist die Botschaft eines Märchens. Aber dass der Anfang ist das Böse des Kaisers neue Kleider. Weil Sie sagen ja am Anfang, nicht hinter den großen Bergen hat es eine große Krankheitswelle gegeben. Und das ist falsch.
Es gibt ja keine große Krankheitswelle. Ja, die Krankheitswelle war groß genug, um die ganze Welt lahmzulegen. Herr Kollege Schönig, spinnt die ganze Welt oder wer sonst? Ich meine, Sie können, das ist mir nicht nachvollziehbar, Ihre Haltung, angesichts von einigen hunderttausend Toten auf der ganzen Welt. Da kann ich doch nicht einfach sagen, das gibt's nicht. Das haben wir wirklich gesagt, leid, dass es das nicht gibt. Ja doch, Sie haben gerade gesagt, hier, es gibt die Infektion nicht, haben Sie gerade gesagt. Nein, ich habe nicht, Moment, und da müssen Sie genau aufpassen, bitte. Ich habe nie gesagt, nicht die Infektion, sondern es gibt nicht diese Anzahl von Toten. Und das steht ja auch nicht in dem Buch drin. Zwischen Infektion und nicht. Es gibt ein wunderbares Buch, das heißt Corona-Fehlalarm? Von Professor Bakhti und von Frau Professor Reis. Da sind alle Fakten drin. Wir sind auch zusammen in einem Verein und geben auch andere Sachen heraus. Und es gibt einfach nicht dieses Narrativ. Das ist wie bei des Kaisers neuen Kleider, nicht? Das kleine Kind sagt auch, der Kaiser ist nackt. Und das haben wir auch hier. Jetzt gehen wir wieder in die Gegenwart, nämlich zu den Regelungen, die überall gelten. Es betrifft ja nicht nur Österreich, sondern es ist ja auch die Frage, wie gehen eigentlich andere Länder mit der Corona-Gefahr im Urlaub um? Und welche Regeln gelten in den Urlaubsdestinationen, in die die Österreicherinnen und Österreicher, die wegfahren, heuer fahren werden? Auch hier ein kleiner Überblick. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Mallorca ist der Sehnsuchtsort vieler Touristen. Doch im Corona-Jahr 2020 ist alles anders. In ganz Spanien gilt die Maskenpflicht auch im Freien. Wer sich nicht daran hält, dem droht eine Strafe von 100 Euro. Die Partylokale auf dem Ballermann sind seit Mittwoch geschlossen, nachdem Touristen dicht an dicht ausgelassen feierten. Dicht gedrängte Körper sind dieses Jahr auch an Italiens Stränden verboten. Pro Sonnenschirm muss es 10 Quadratmeter Platz geben. Strenge Vorschriften gelten auch in Griechenland. Ins Land darf nur, wer sich vorab registriert. Ein Algorithmus entscheidet, ob nach der Landung ein Corona-Test durchgeführt werden muss. Wer positiv ist, den erwartet eine zweiwöchige Quarantäne. Dafür dürfen ab sofort auch wieder Gäste aus Großbritannien und Schweden einreisen. Herr Schöning, halten Sie diese Maßnahmen, die wir gerade gesehen haben, wirklich auch alle für übertrieben und unnötig? Ja, also wie der Kollege ja am Anfang sagte, es ist eine politische Entscheidung und die Maßnahmen sind überzogen. Ganz in Ruhe einfach, die wissenschaftlichen Daten geben das nicht her. Und das sagen immer mehr und mehr Wissenschaftler. In Deutschland haben wir es so, dass wir fast immer nur ein oder zwei Experten da hören, den Herrn Drosten und den Herrn Wieler dazu. Ich glaube, in Österreich haben sie eine ähnliche Situation. Deswegen kann ich nur wirklich allen raten, stärken Sie Ihr Immunsystem, reisen Sie, atmen Sie durch. Ja, genau, nehmen Sie dafür diese Maske ab. Durchatmen, das ist doch ganz wunderbar in Österreich. Da muss man sich doch nicht in so einen Flieger nach Griechenland oder Mallorca setzen. Aber trotzdem, man könnte sich auch andersrum andenken. Herr Thun-Hohenstein, da wollte ich Sie fragen, wenn heute Touristen in klassische Urlaubsländer fahren, Türkei, Kroatien, dann sind sie dort an mehr oder weniger menschenleeren Stränden. Während hier, wenn alle in Österreich Urlaub machen, an den Seen, sich alle Österreicher an den Seen tummeln, das hat man ja in den letzten Wochen schon gesehen, ist es da nicht eigentlich aus medizinischer Sicht sogar besser, nach Kroatien und Griechenland an die leeren Strände zu fahren, als an die vollen Seen in Österreich? Die Frage ist, wie Sie hinkommen. Ganz genau. Ja, wenn Sie im vollgestöpften Flugzeug ist noch unsicher, ob Sie zurückkommen oder nicht. Ja. Und die Frage ist, ob Sie wieder zurückkommen. Also das... Ich meine, wenn dort ein schöner leerer Strand ist, perfekt, nicht? Dann sollen sie es genießen, das ist ja super. Aber ich glaube, was das interessiert, glaube ich, viele Leute, wenn wir zwei Mediziner da haben. Wie ist das eigentlich? Ist das, also jetzt im Vergleich zur Straßenbahn, zum Zug, ist das Flugzeug wirklich so gefährlich in der Also soweit ich die Literatur kenne, ist das Flugzeug weniger gefährlich, weil es ja einen Airflow hat, der von oben nach unten geht und der sozusagen, wenn dort Viren ausgearbeitet werden. Also perfekt, kommen wir eigentlich. Es ist, vor allem im Zug, rein spekulativ, es ist keine vergleichende Studie dazu. Nicht? Im Flieger ist es so, die Luft zirkuliert da. Und jeder kriegt, wenn er so einen Langstreckenflug gemacht hat, merken das viele, dass sie eine Erkältung bekommen. Naja, warum? Ist es da kälter? Nein, aber die Luft ist trockener. Was sie eigentlich nehmen müssten, wäre Nasenöl. Nasentropfen, ja? Sind gut. Genau, um dann halt besser durchzuatmen, damit die Schleimhäute angefeuchtet sind. Das wären angemessene Maßnahmen, aber nicht halt diese restriktiven Maßnahmen, die unsere Grundrechte einschränken. Naja, das Problem ist die Nähe des Sitznachbars. Nicht? Wenn es stimmt, dass eine Zeit über 15 Minuten und die große Nähe
die Infektionsrate erhöhen, dann ist das das immer Problem. Wieder das falsche Narrativ. Es gibt doch kein Killer-Virus. Ja? Wir haben doch keine Übersterblichkeit, zum Glück. Und wir müssen uns aber die fragen, haben wir deswegen nicht. Jetzt das wird, wollen, Herr Schönig, das wird man erst sehen, soll. Ob wir keine Übersterblichkeit haben. Wir in Deutschland und Österreich haben sie nicht, weil unsere Regierungen flott reagiert haben. Aber warten Sie ab, was in Brasilien und was in Amerika ist. Dort wird es wohl eine Übersterblichkeit geben. Das wird gar nicht anders sein. Das haben ja auch die Daten gezeigt. Und das ist auch in dem Buch drin von Professor Bhakti, auch Corona-Fehlalarm. Und ganz oft halt aber die Zahlen gibt es ja noch sagen gar nicht. Die können die, Sie noch gar nicht publizieren. Doch, natürlich. Und das kann man natürlich erst immer im Nachhinein sehen. Der Lockdown war, das kann man nächstes Jahr dann sein, aber nicht jetzt. Da waren die Zahlen schon unten. Ja? Der Lockdown ist erst später gekommen. Insofern ist es wissenschaftlich nicht haltbar.